Im Zuge der Globalisierung interessieren wir uns selbstverständlich auch für ausländische Problemchen. Also eben zum Beispiel für das Problemchen von einem chinesischen Litchi-Saft-Abfüller. Was will dieser junge Mann? Es geht um Packungen. Und die Packungen sind quaderförmig, also sprich wie eine Schachtel. Und zwar erkennen wir das daran, dass die Grundfläche quadratisch ist. Das heißt, die Grundfläche von meiner Packung ist ein Quadrat. Das heißt, die Packung sieht, naja, quaderförmig aus. Halt eine Schachtel. So. Was weiß ich? Dadurch, dass die Grundfläche ein Quadrat ist, kann ich zum Beispiel sagen, diese Seite ist a, die andere ist auch a und die Höhe, die weiß ich natürlich nicht, die nenne ich also einfach h. Ich kenne das Volumen vom Ganzen. Das heißt, da steht, dass es 1,5 Liter sind. Ist jetzt zwar nicht sonderlich wichtig für die Mathematik, weil Mathematiker interessieren sich nicht für Einheiten, aber Liter sind praktisch Kubikdezimeter. Das heißt, wenn wir nachher fertig sind, das Ergebnis der Aufgabe haben, wird unsere Einheit Dezimeter sein. Wie gesagt, ich denke, das wird wahrscheinlich nicht interessieren, weil eben Physiker interessieren sich für Einheiten, Mathematiker interessieren sich eigentlich nicht so arg für Einheiten. Zurück. Also, wir haben ein Volumen von 1,5 Kubikdezimeter. Wie berechnet man das Volumen von einem Quader aus? Das Volumen von einem Quader ist Länge mal Breite mal Höhe. Da das Volumen bei uns 1,5 ist, heißt das a Quadrat mal h ist 1,5. Das ist eine Gleichung, das ist das, was wir wissen, das ist also unsere Nebenbedingung. Nebenbedingung. Was wollen wir eigentlich überhaupt? Der Litchi-Saft-Abfüller will den Materialverbrauch minimieren. Was meint er mit Materialverbrauch? Wo ist ein Material bei einer Packung? Das ist außen auf allen Seiten. Das heißt, eigentlich statt Materialverbrauch meint der Typ eigentlich eine Oberfläche. Das heißt, wir wollen, dass die Oberfläche von dem ganzen Gerät minimal ist. Das heißt, unser Ziel ist, die Oberfläche zu minimieren. Wenn Sie jetzt also die Formelsammlung durchsuchen und schauen, was für eine Formel hat die Oberfläche von Quader, dann finden Sie O, also ist keine Null, ist ein O, gleich. Die Grundfläche gibt es zweimal unten und oben. Und die Grundfläche ist ein Quadrat, also habe ich zweimal das Quadrat a Quadrat plus. Links und rechts habe ich zwei gleiche Flächen, und zwar sind es zwei Rechtecke. Die Breite ist a, die Höhe ist h. Das heißt, links und rechts habe ich zweimal a mal h und vorn und hinten habe ich wiederum zwei Rechtecke, wieder mit der Breite a und der Höhe h. Das heißt, eigentlich habe ich hier vier Rechtecke. Und das ist meine Oberfläche. Das Problem, ich habe zwei Unbekannte drin. Ich kann es also nicht ableiten, logischerweise, weil ich weiß ja nicht nach was, nach a oder nach h. Und da kommt jetzt meine Nebenbedingung ins Spiel. Ich kann zum Beispiel in der Nebenbedingung nach h auflösen. Oder nach a, aber h wäre besser. Das heißt, dieses 1,5 gleich a Quadrat mal h löse ich nach h auf, habe also h gleich 1,5 durch a Quadrat. Das heißt, meine Oberfläche hat die Gleichung 2 mal a Quadrat plus 4 mal a mal und statt h setze ich 1,5 durch a Quadrat ein. Kann ein bisschen vereinfachen. Das a mit dem a Quadrat kann ich kürzen.
und habe also für meine Oberfläche 2a Quadrat plus 4 mal 1,5 sind 6 durch a. Das ist letztendlich meine Oberfläche in Abhängigkeit von einer einzigen Variable, nämlich nur noch von a. Das heißt, ich kann schreiben als O von a. Und sprich, das ist also meine Zielfunktion. Ich schreibe es jetzt da nochmal hin, damit ich hier wegwischen kann. Die Zielfunktion lautet also, Oberfläche ist 2a² plus 6 durch a. Gut. Was werden wir also machen? Wir müssen natürlich versuchen, diese Oberfläche, also diese Gleichung da, zu minimieren. Sprich, Ableitung 0 setzen. Oder, falls Sie einen grafischen Taschenrechner verwenden dürfen, hacken Sie das einfach im Taschenrechner an, ein bestimmtes Minimum. Falls Sie das aber von Hand machen möchten oder müssen, möchten Sie das Ding erstmal ableiten. Wie leite ich sowas ab? Am einfachsten schreibe ich das 6 durch a um. Das heißt, meine Oberfläche wäre 2a² plus 6 statt 6 durch a, schreibe ich 6 mal a hoch minus 1. Und jetzt kann ich das gut ableiten. Nämlich 2a² abgeleitet gibt 4a. Die minus 1 kommt vor, also habe ich minus 1 mal 6, also minus 6. Oben wird die Potenz 1 kleiner, also minus 1 minus 1 wäre minus 2. Und damit hätte ich die Ableitung. Die verschönere ich wieder ein bisschen. Das heißt, 4a lasse ich stehen, aber statt a hoch minus 2, das a hoch minus 2 schreibe ich wieder runter und das wird dann zu a zu 6 durch a hoch 2. Was mache ich mit der Ableitung? Die Ableitung muss ich 0 setzen. Das heißt, die Ableitung setze ich 0, also habe ich 0 gleich 4a minus 6 durch a Quadrat. So, jetzt wird es ein bisschen verwirrend, weil 0 und die O sehen ähnlich aus. Also das ist ein O und das ist eine 0. Gut, also ich setze das Ding 0. Wie löse ich eine Gleichung auf? Ich habe einen Nenner hier, das a Quadrat steckt unten. Also multipliziere ich mit dem Nenner und habe damit 0 gleich 4a mal a Quadrat gibt 4a hoch 3. Hier kürze ich das a Quadrat weg und es bleibt mir eine 6 übrig. Also bringe ich die 6 rüber, habe 6 gleich 4a hoch 3, teile durch 4 und ziehe die dritte Wurzel. Und habe damit a gleich dritte Wurzel aus 6 Viertel. Das könnte man so stehen lassen, aber ich glaube, das wird hässlich. Wir tippen das ein und schauen, was da für eine Zahl rauskommt. Dritte Wurzel aus 6 Viertel 1,145. Das heißt, a ist, ach, schreiben wir das da links hin. A ist ungefähr 1,145. Das ist zwar nett, aber eigentlich wollten wir die Höhe haben. Das heißt, wir brauchen h. Das ist natürlich wieder sau intelligent, weil ich habe es weggewischt. Falls Sie also zurückspulen im Film oder sich gemerkt haben, irgendwo weiter vorne hatten wir erhalten h gleich 1,5 durch a Quadrat. Das a kann ich einfach da oben einsetzen und habe meine Höhe. Das heißt, meine Höhe gleich 1,5 durch a Quadrat, 1,145 Quadrat. Das heißt, die Packung sollte eine Höhe haben von 1,14. Ungefähr 1,14.
Übrigens sind es jetzt Dezimeter, was wir rausgekriegt haben. Gut für den Litschisafthersteller.